Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen namens des Kreisky-Forums zu dieser Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes durchführen. Ich begrüße sehr herzlich den wissenschaftlichen Leiter des DÖF, Gerhard Baumgartner. Ich begrüße die Frau Dr. Claudia Kurezidis-Heider, wissenschaftliche Projektkoordinatorin und Forschungsleiterin. Und dann begrüße ich unseren Autor, eigentlich gelernter Physiker, aber zeit seines Lebens auch ein immer schreibender, literarisches und historisches, Peter Weingartner. Peter Weinberger. Seine Tochter Ruth Jolanda Weinberger kann leider nicht bei uns sein. Sie ist Historikerin, arbeitet für die Claims-Konferenz in New York und konnte nicht kommen. Wir werden aber die Veranstaltung aufzeichnen. Sie sehen die Kamera, also vielleicht schaut sich die Ruth irgendwann das Video an und dann schicken wir ihr von hier herzliche Grüße. Ich sage noch kurz ein paar Worte. Wir haben begonnen, die Veranstaltung zu planen, eigentlich für Oktober. Dann hatten wir einen Jänner-Termin. Die Pandemie hat uns immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war Lockdown. Dann haben wir gesagt, März müsste eigentlich gut sein, haben uns auf den 10. März geeinigt. Faktum ist, wir haben österreichweit derzeit die höchsten Pandemiezahlen. Und was wir uns nicht vorstellen konnten, als wir über die Planung der Veranstaltung gesprochen haben, war, dass zusätzlich noch ein Krieg in Europa sein wird. Ich kann mich noch erinnern, am 24. Februar, als der russische Angriff, also Putins Aggression auf die Ukraine begonnen hat, hatten wir hier in diesem Saal ein Treffen von serbischen, kosovarischen Vertretern, organisiert vom European Council of Foreign Relations. Und wir haben die Nachrichten gekriegt, dass der Angriff auf die Ukraine beginnt. Und ich habe damals in meiner Naivität geglaubt, vielleicht, wenn Sie die schrecklichen Bilder sehen von Krieg und Vertreibung, die Kollegen vom Balkan, vielleicht führt das dazu, dass es die Kompromissbereitschaft zumindest in anderen Konfliktregionen erhöht. Ich habe dann gestern Abend eine Freundin getroffen, eine Psychologin, die im Kosovo für die UNMIG tätig ist. Und die hat mir erzählt, was jetzt das Schlimme ist in Serbien und Kosovo, ist, dass durch die Kriegsbilder aus der Ukraine, durch die Flucht- und Vertreibungsbilder, dass den Menschen die eigenen Erlebnisse in der Kriegszeit und teils unverarbeitete Traumata wieder sehr präsent sind. Und dann nehme ich wahr von meinen Eltern, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs geboren sind, es wird vielen Überlebenden so gehen, Kindern von Überlebenden, dass die Bilder, die man jetzt sieht von flüchtenden Menschen, von Zerstörungen, von Kindern, die ohne Eltern weg müssen, das Ganze, die ganzen Schicksalsschläge oder das grausame Schicksal, das sie hatten, wahrscheinlich wieder sehr in die Gegenwart und in die Präsenz holen. Vor allem das, was nicht verarbeitet oder besprochen wird. Und ich finde es deshalb so wichtig, dass Forschungsarbeit und Geschichtsschreibung, Familiengeschichtsschreibung auch gemacht wird, wie sie das DÖF macht und wie sie der Peter mit zwei Familien gemacht hat. Und ich würde jetzt übergeben zuerst an den Gerhard Baumgartner, der das erste Buch präsentiert, Josef Franks Herzberg-Villa, und dann wird die Claudia sechs Schwestern auf der Flucht präsentieren und dann wird sich ein Gespräch entwickeln. Schönen Abend, danke fürs Dasein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an das Kreisky-Forum für die Einladung. Herzlichen Dank an Peter Weinberger, nicht nur dafür, dass er mit seiner Tochter auch diese Bücher geschrieben hat, sondern als DÖF darf ich mich auch bedanken. Er und seine Familie gehören, glaube ich, zu den ältesten und
aktivsten Unterstützern des DÖV seit vielen, vielen Jahren. Ich darf mich hier an dieser Stelle noch einmal bedanken für großzügige finanzielle Unterstützungen, zum Beispiel bei der Aufarbeitung der Akten einer österreichischen Anwaltskanzlei Ebner, die in den Nachkriegsjahren die Pensionsansprüche von geflüchteten österreichischen Juden sozusagen hier in Österreich vor Gerichten vertreten hat. Und dieser Bestand der Akten wurde Gott sei Dank sozusagen gerettet und konnte dank einer sehr großzügigen Hilfe der Familie Weinberger bearbeitet werden. Und dann ein zweites Projekt, das in einer Publikation gemündet ist, nämlich die Publikation der Lebenserinnerungen von Josef Eisinger, einem heute noch lebenden, in New York lebenden Wissenschaftler, hochbetagt weit in den 90ern, der mit dem Kindertransport flüchten konnte und wo wir im DÖV dann seine Erinnerungen dank der Übersetzungshilfe etc. Diese publizieren konnten. Das Buch hatte einen völlig unerwarteten Erfolg. Entschuldigen Sie, wenn ich ein bisschen abweiche. Es gab nämlich so eine Gratisbuchaktion im Jahre 2000 während des Ausbruchs der Pandemie. Und wir haben auch ein Gratisbuch angeboten, nämlich dieses gerade publizierte Buch. Und die Nachfrage war so wahnsinnig groß, dass wir es nachgedruckt haben, ja, extra. Weil wir gefunden haben, das ist ja eine beste PR-Aktion, sowas kann man ja gar nicht sozusagen sich um viel Geld kaufen, dass plötzlich da mehrere hundert Personen dieses Buch noch haben wollen und wir es gar nicht sozusagen ausliefern können. Also herzlichen Dank noch einmal für diese großzügige Unterstützung. Und jetzt würde ich auf das erste Buch eingehen hier, Josef Franks Herzberg-Villa im Spiegel der Arisierung und Restitution von Bunzl und Biach. Die Geschichte der österreichischen Arisierung ist eigentlich eine wahnsinnig komplizierte und das hat vor allem damit zu tun, dass es entgegen der landläufigen Meinung eigentlich keinen geregelten juristischen Ablauf einer Arisierung gegeben hat. Ja? Sondern wir müssen uns das so vorstellen, dass die Nationalsozialisten versucht haben, mit allen möglichen juristischen Tricks, sich des jüdischen Vermögens zu bemächtigen. Das Einfachste, was zwar in diesem Fall hier nicht zugetroffen hat, war, dass man den vertriebenen jüdischen Familien irgendeine Forderung vorgeschrieben hat, zum Beispiel die Gemeindeumlage. Ja? Wenn sie ein kleines Haus wo hatten, das konnten sie natürlich nicht bezahlen, wenn sie schon vertrieben waren in den ersten Monaten, dann bekommt man damit einen Exekutionstitel und dann hat die Gemeinde das Haus versteigert und hat nur gewisse Personen zur Exekution zugelassen. Also diese Tricks, diese eigentlich Rechtsbeugungen waren hier an der Tagesordnung. Deswegen gab es auch nach 1945 immer große Probleme bei der Rückforderung zum Teil des Vermögens und das zweite Problem war, dass die Republik eigentlich nach 1945 schändlicherweise die gesamte Beweislast auf die Opfer abgewälzt hat. Also die noch Lebenden, entweder die überlebenden Vertriebenen oder ihre Rechtsnachfolger, die jetzt vielleicht in den USA, in Südamerika, über die Welt verstreut irgendwo gelebt haben, die mussten nachweisen, dass sie oder ihre Eltern früher irgendwo etwas besessen hatten. Ja, das war natürlich mit großen Kosten verbunden und meistens, da sie ja geflüchtet waren, haben sie auch einen Großteil ihrer Unterlagen verloren. Das macht jetzt hier, ich habe deswegen so weit ausgeholt, weil hier handelt es sich bei dieser Publikation um eine große Ausnahme. Ja, hier handelt es sich um einen sowohl dokumentierten Arisierungsfall, weil eben in der Familie sehr viele Dokumente erhalten geblieben sind. Das heißt,
Also so gut dokumentiert können wir eigentlich einen Arisierungsfall fast nie nachverfolgen, der ja sehr tragisch war, auch in vielerlei Hinsicht. Wie Sie schon aus dem Titel sehen können, sind hier mehrere Dinge in dieser Publikation auf eine, wenn Sie mich fragen, wahnsinnig interessante Weise vermischt. Erstens einmal geht es um die Arisierung einer Villa, die den Besitzerfamilien oder den Besitzerfamilien der Firma Bunzel und Biach gehörte. Ja, ein Begriff für uns heute noch immer in der Zwischenkriegszeit wahrscheinlich das größte internationale Unternehmen Österreichs schlechthin, mit Tochterfirmen in Ungarn, in Tschechien, in der Schweiz, in Italien, England, USA, ja, danke, ja. Also ein Imperium, das von den Nationalsozialisten, also das damals auf die Zahl, die im Raum steht, so ungefähr 12 Millionen Dollar geschätzt wurde. Ja. Also ein riesiges, eigentlich ein Industrieimperium, und die Besitzerfamilie hat eigentlich in Niederösterreich im Piestingtal, ja, wo ein Teil der Firmen waren, aber andere waren über Österreich verstreut, auch in Wattens und in anderen Orten, dort auch eine sehr große Bautätigkeit und eine soziale Tätigkeit, muss man ja wirklich sagen, entwickelt. Sie waren ja der Besitzer dominante Geschäftsführer, eigentlich damals Hugo Bunzel, galt ja als der rote Millionär. Ja. Die Firma hat für ihre Arbeiter ja auch eigene Wohnungen gebaut, mit Hilfe der Gemeinden. Es gab Schulen, eine Schule, die mit Hilfe der Firma gebaut wurde. Also hatte dort regional eine wahnsinnig große Bedeutung. Und all das, also einerseits den Fall der Arisierung, ja, dieses riesigen Vermögens, den finden Sie hier sehr genau beschrieben, so genau, wie man kaum jemals einen Arisierungsfall in Österreich noch beschreiben kann, weil einfach neben den offiziellen Dokumenten meistens oder fast immer die Seite der Dokumente der Familie fehlt. Ja. Die ganz typischerweise, man hat dem Hugo Bunzel seinen Anteil, einen Großteil seines Anteils an dieser internationalen Firma abgepresst, sofort nach dem Anschluss. Der ging also durch einen Zwangsverkauf an die Kontrollbank. Er konnte nach England flüchten, ein Großteil der Familie konnte auswandern. Zwei Mitglieder wurden de facto als Geiseln verhaftet und nach Dachau deportiert, und der eine, Hans Bunzel, ist dort auch innerhalb von wenigen Monaten gestorben. Der zweite, Max, habe ich das richtig? Ja, konnte sozusagen nach der Unterschriftsleistung unter die weiteren Zwangsverträge sozusagen dann wieder in die Freiheit entlassen werden und auswandern. Also wie das genau geht und welche perfiden Methoden hier angewandt wurden, auch das finden Sie hier in diesem Buch genau beschrieben. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte, der ebenso interessant ist also neben der Firma, ist dann die Geschichte des Hauses, um das es hier geht. Das Haus war bewohnt von Herrn Herzberg Frenkel, der war damals einer der Betriebsleiter der Bunzel und Biach. Und um dieses Haus und die Beschreibung, was also mit dem Haus hier genau passiert und um welches Haus es sich auch handelt, das ist sozusagen der zweite große Teil in diesem Buch, in Verbindung mit einem dritten Teil, nämlich Josef Frank. Ja, Josef Frank wird Ihnen wahrscheinlich bekannt sein, ein österreichischer Architekt und Designer, der eigentlich heute, glaube ich, am bekanntesten ist für die Stoffentwürfe, die er geschaffen hat, sehr modernistische, bunte Stoffentwürfe, die bis heute, glaube ich, von einer schwedischen Firma produziert werden. Ich habe gesehen, als ich das letzte Mal in der schwedischen Botschaft war, dass alle ihre Sitzgruppen mit Frank-Stoffen sozusagen gepolstert sind.
Also das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aha. Danke. Er war natürlich daneben, dass er noch ein sehr genialer Designer war, auch ein sehr guter Architekt, der für das Rote Wien nicht wenige Bauten ausgeführt hat. Und auch er und sein Schicksal ist also hier in diesem Buch noch beschrieben. Und als letztes, das will ich Ihnen nicht vorenthalten, denn es hat auch einen sehr dokumentarischen Teil, wie ich gesagt habe. Also es sind die im Anhang. Ich muss mich entschuldigen, ich habe eine leichte Allergie gegen Klimaanlagenluft. Das ist es nicht. Aber ich höre jetzt gleich auf. Es gibt diesen schönen Anhang und es gibt ganz interessant, was ich auch für sehr wichtig gehalten habe. Es gibt auch eine sehr gute Beschreibung der beteiligten Hauptpersonen, der Ariseure, ja, die hier diese Arisierungsvorgänge sozusagen durchgepeitscht haben, eigentlich in relativ kurzer Zeit. Ja. Und wo die Täter auch beim Namen genannt werden. Und dann natürlich, es überrascht uns nicht, aber es ist immer wieder erschütternd zu lesen, auch wie schwierig es dann war, diese in den Restitutionsverhandlungen das Eigentum auch wieder zurückbekommen. Aber ich glaube, darüber werden wir dann nachher noch ausführlich reden. Jetzt würde ich an meine Kollegin übergeben für das zweite Buch. Ja. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank mal an die Übergabe der Stafette sozusagen. Herzlichen Dank an das Kreisky-Forum auch von meiner Seite, dass wir diese Veranstaltung hier durchführen können. Es ist mir wirklich eine ganz große Freude. Ich kenne den Peter Weinberger jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und ich hatte auch die Ehre, schon mal in der Villa gewesen sein zu dürfen und eine Führung durchs Haus mitmachen zu dürfen. Und die Villa ist auch ein bisschen das Stichwort für das zweite Buch. Also die Familie Bunzel, das ist eine so weit verzweigte Firma, Familie, Entschuldigung, dass wenn man den Stammbaum zeichnen müsste, dann würde das auf eine Buchseite nicht passen. Es ist jedenfalls, ich schmeiße da jetzt sozusagen ins kalte Wasser, es ist jedenfalls so, dass Viktor Bunzel, der Sohn von Emil Bunzel und der Bruder von Hans Bunzel, der in Dachau ermordet wurde, kehrt 1946 aus der englischen Emigration zurück nach Österreich und übernimmt dann in weiterer Folge die Firma, die Papierfabrik in Ortmann im Bistingtal und führt sie dann weiter und baut sie auf. Das ist also sozusagen das Scharnier zum vorigen Buch. Viktor Bunzel war verheiratet mit Dina, geborene Engelberg, und die beiden kommen also 1946 zurück nach Österreich, gemeinsam mit ihrem Sohn John, der 1945 geboren wurde in London. John Bunzel ist ein bekannter Politikwissenschaftler. Das Buch, das ich heute vorstelle, behandelt Frauen, die Geschichte von Frauen, denen es gelungen ist, aus Österreich vor den Nationalsozialisten zu flüchten. Und wir beginnen mit Dina Engelberg, die eben gemeinsam mit Viktor Bunzel aus London kommt. Die Dina Engelberg war die Tochter, eine von sechs Töchtern von Maya Leib und Hayes Sarah Engelberg. Und die Familie Engelberg hat um die Jahrhundertwende
vom 18. ins 19., vom 19. zum 20. Jahrhundert, Entschuldigung, in einer Region gelebt, die heute, es wurde heute schon angesprochen, wieder im Mittelpunkt von gewaltsamen und kriegerischen Auseinandersetzungen steht, beziehungsweise des Angriffskrieges von Russland. Sie sind nämlich, und einige der, oder die ersten Töchter der Familie Engelberg sind geboren im Städtchen Drohobitsch. Das ist eine Stadt 80 Kilometer südlich von Lemberg, heute Lviv, in der Ukraine gelegen, mit heute 76.000 Einwohnern. Bis 1918 war diese Region Teil des österreichischen Kronlandes Galizien und Lodomerien. Die Gegend damals war bekannt für große Erdölfelder, die allerdings weniger der Bevölkerung Reichtum gebracht hat, als vielmehr extrem schwere Arbeitsbedingungen, vor allem für die jüdischen Arbeiter, die dort auf diesen Erdölfeldern gearbeitet haben. Und diese Gegend ist um die Jahrhundertwende auch die galizische Hölle genannt worden. Diese Bezeichnung hat dann auch im Zweiten Weltkrieg zugetroffen für die jüdische Bevölkerung. Das war also eine Gegend der heutigen Westukraine, in der unvorstellbare Verbrechen der Nationalsozialisten verübt wurden. Im Städtchen Drohobitsch zum Beispiel lebten 1938 15.000 Jüdinnen und Juden, das waren ungefähr 40% der Bevölkerung, und von ihnen haben nur 400 überlebt. Aber zurück zur Jahrhundertwende. Irgendwann danach übersiedelt die Familie Engelberg in den Nachbarbezirk Stary Sambor. Auch Stary Sambor war dann zur Zeit des Nationalsozialismus schwer betroffen von den Verbrechen der Nationalsozialisten im Verein mit den ukrainischen Volksmilizen. Es war hier ein Ghetto eingerichtet und die Ukrainer haben gemeinsam mit Angehörigen der Einsatzgruppe C hier zahlreiche Säuberungsaktionen unter den Juden durchgeführt. Vom Holocaust im Westen der Ukraine war die Familie Engelberg allerdings nicht betroffen, denn die Familie übersiedelt zu Beginn des Ersten Weltkrieges Ende 1914 nach Wien. Und damit war sie nicht alleine. Aus dieser Gegend in Galizien sind in dieser Zeit zu Beginn des Ersten Weltkrieges sehr viele jüdische Familien nach Wien gekommen. Der Grund war darin zu suchen, dass die zaristische russische Armee sehr schnell nach Kriegsbeginn in den Westen vorangerückt ist und die Jüdinnen und Juden sicher nicht zu Unrecht befürchtet haben, dass sie ähnlichen Pogromen ausgesetzt sind, wie sie in Russland im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zuhauf stattgefunden haben. Das heißt also, die Familie Engelberg ist dann ab Ende 1914 in Wien. Die älteste Tochter ist Recha Engelberg, auch genannt Rachela, Rachel oder eigentlich von allen in der Familie Heli. Heli Engelberg wurde am 25. Oktober 1900 geboren, das heißt, sie war also 14 Jahre, als sie nach Wien kam. Sie hat noch das Gymnasium in Stary Sambor begonnen, aber schließt es dann in Wien ab und sie beginnt dann mit dem Studium der Chemie. Das war also in der Zeit etwas durchaus Außergewöhnliches. Damals gab es nicht sehr viele Frauen, die studieren konnten. Und noch dazu als Jüdin, das war also gar nicht so einfach. Es gab zwar jetzt nicht sozusagen schwarz auf weiß, so etwas wie einen jüdischen Numerus Clausus, aber jüdische Studierende hatten Anfang der 1920er Jahre durchaus mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie promoviert dann 1924
und findet dann lange Zeit keine Arbeit. Erst 1930 wird sie dann als Biochemikerin an der Universität Wien am Institut für allgemeine und experimentelle Pathologie angestellt. Dort bleibt sie auch, dort arbeitet sie auch bis zum Juni 1938, wo sie dann aus ihrem Berufsleben ausgeschlossen wurde. Jetzt würde man meinen, eine promovierte Chemikerin, hochqualifiziert, sie möchte Österreich oder dann ja schon das angeschlossene Österreich verlassen. Es müsste also überall auf der Welt eine Arbeitsstelle für sie geben. Für eine Wissenschaftlerin wird man ja eine Arbeit finden. Das war nicht so. Also sie hat sowohl in Schweden, in der Türkei, in England und in Australien versucht, eine Arbeitsstelle zu finden, und sie hat also jedes Mal eine Absage bekommen. Dann endlich im Mai 1939 bekommt sie ein Affidavit aus den USA und sie kann also sie kann Wien verlassen, geht zunächst nach Florida, später dann nach New York, und dort arbeitet sie an der Columbia University, später dann als Chemikerin bei der Firma Hoffmann La Roche, und da ist sie an der Entwicklung vom Valium mitbeteiligt. Ihre jüngere Schwester Manja wurde am 24. November 1904 geboren, das heißt, Manja ist 10 Jahre, als die Familie nach Wien geht. Sie besucht dann hier in Wien die Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen an der Bundeslehrerinnenanstalt in der Hegelgasse. Und nach dem Abschluss ihrer Ausbildung arbeitet sie dann im jüdischen Kindergarten in Wien bis zum Oktober 1938. Manja Engelberg wollte nach Palästina auswandern, schon vor dem Anschluss war das Ziel, und sie versucht also dann nach dem Anschluss Ende 1938 nach Palästina zu kommen. Das gelingt ihr nur ganz schwer. Sie strandet zunächst in Pressburg, heute Bratislava. Dort muss sie 9 Monate bleiben, weil es kein Weiterkommen gibt. Dann fährt sie mit vielen anderen auf einem Schiff. Die Geschichte ist dann bekannt, die britische Mandatsmacht in Palästina möchte die jüdischen Flüchtlinge nicht einreisen lassen. Es hat mehrere Schiffe gegeben mit jüdischen Flüchtlingen, die eben nach Palästina kommen wollten. Ein bekanntes ist das Schiff Patria, das gesunken ist, und Manja Engelberg ist auf einem anderen Schiff, aber sie darf nicht einreisen nach Palästina, sondern sie wird mit vielen anderen auf die Insel Mauritius verbracht und muss dann dort bleiben, bis der Krieg zu Ende ist. Und dann endlich am 26. August 1948 kommt sie in Haifa an, und sie bleibt dann auch in Israel und arbeitet dort als Kindergärtnerin. Eine weitere Schwester ist Miriam Engelberg, genannt Minna. Über die Minna gibt es relativ wenige Informationen. Wir wissen also nicht einmal ihr genaues Geburtsdatum. Jedenfalls ist sie 1909 geboren. Das heißt also, sie war 5 Jahre, als sie nach Wien gekommen ist. Was wir dann wissen, ist, dass ihr die Flucht nach Großbritannien gelungen ist, wo sie im Austrian Center tätig gewesen ist. Sie ist politisch sehr aktiv im Austrian Center, und sie arbeitet als Büroangestellte im Warenhaus Selfridges. Eigentlich möchte sie in die USA
gehen. Ihre Schwester Recha wohnt ja dort. Und sie versucht dann 1949, also sie bleibt während der Zeit des Krieges, ist sie in London, und sie versucht also dann Ende der 1940er Jahre in die USA zu gehen. Dieser Versuch scheitert aber, weil Miriam eben sehr politisch sehr aktiv gewesen ist und in den USA Ende der 1940er Jahre der unsägliche Senator McCarthy sein Unwesen getrieben hat. Minna war halt mit dem Stigma versehen, dass sie in einer kommunistischen Organisation tätig gewesen ist, und damit kann sie also nicht, bekommt sie kein Einreisevisum in die USA. Sie hat dann auch später es nicht mehr versucht, nach Amerika zu gehen. Eine noch jüngere Schwester ist die Adele Engelberg, auch Adi oder Dell genannt. Sie ist am 23. Oktober 1911 geboren. Sie war also 3 Jahre, als sie nach Wien gekommen ist. Und Adele Engelberg studiert dann in Wien Medizin und promoviert an der Universität im Jahr 1936, also schon die zweite Akademikerin in der Familie. Da kommen dann noch mehr, und irgendwo im Buch steht, dass, ich weiß jetzt nicht, wer gesagt hat, dass die Engelbergs Promotions- oder Doktorentitel sammeln wie andere Briefmarken. Das finde ich eine sehr schöne Aussage. Also Adele Engelberg ist promovierte Ärztin und arbeitet dann bis im Juni 1938 als Hilfsärztin an der zweiten Universitätsaugenklinik. Dann wird sie entlassen. Dann arbeitet sie noch eine Zeit lang als Augenärztin im Spital der Kultusgemeinde. Sie versucht 1938 in die Schweiz zu flüchten, hat dort auch eine Beschäftigungszusage der Augenheilanstalt Basel. Ihre Einreise wird aber von der eidgenössischen Fremdenpolizei abgelehnt mit der Begründung, man wolle keine Überfremdung in der Schweiz haben. Im September 1939 gelingt ihr dann aber doch die Flucht nach England. Auch sie versucht weiter in die USA zu gehen. Sie schickt zahlreiche Bewerbungsschreiben an Kliniken in den USA. Sie auch als promovierte Ärztin in Zeiten des Krieges, würde man doch meinen, dass man hier jemanden, eine Ärztin brauchen kann. Zahlreiche Bewerbungsschreiben werden abgelehnt. 1940 war es dann endlich soweit, und sie war dann im Memorial Hospital in Albany tätig, später in einer Klinik in New York. Dann zurück zu der eingangs angesprochenen Dina Engelberg, auch Didi genannt. Sie kommt am 26. August 1914 zur Welt, also als dann ein paar Wochen später geht die Familie dann schon nach Wien, also sie ist wirklich noch ein Baby, als sie in Wien ankommt. Auch sie studiert, und zwar Botanik und Zoologie an der Universität Wien, aber sie ist 1938 mit ihrem Studium noch nicht fertig. Sie kann ihre Dissertation also nicht abschließen. Sie flüchtet über Belgien weiter nach Großbritannien, wo sie ein College besucht. Und sie hat ebenfalls enge Kontakte zum Austrian Center, und sie ist Mitglied des Free Austrian Movements, und sie hält auch Vorträge in diesem Rahmen, und sie war auch sehr eng mit Walter Hollitscher, einem bekannten Kommunisten. Im Austria Center lernt sie Viktor Bunzl kennen, und die beiden heiraten im Mai 1944, und am 27. April 1945, also am Tag der Unabhängigkeitserklärung Österreichs, kommt ihr Sohn John zur Welt. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, 1946 kommt die junge Familie nach Wien, und 1947 wird dann Tochter Kitty geboren. Und es freut mich irrsinnig, dass Kitty Weinberger geborene Bunzl heute unter uns ist. Kitty und ihr Mann Peter Weinberger haben dann 2 Kinder bekommen,
nämlich den Simon und die Ruth. Und die Ruth Jolanda Weinberger ist ja auch Mitverfasserin dieser beiden Bücher. Wenn Sie jetzt zusammenzählen, die Schwestern, die ich hier angeführt habe, dann kommen Sie auf 5 Schwestern, denen es auf unterschiedliche Weise und unter sehr beschwerlichen Umständen gelungen ist, Österreich zu verlassen und damit dem Holocaust zu entkommen. Aber es gibt eine 6. Schwester, das ist Charlotte Engelberg. Sie ist eigentlich die zweitälteste. Sie wurde am 23. Jänner 1903 geboren. Und Charlotte Engelberg versucht ebenfalls, wie ihre Schwestern, verzweifelt aus Österreich hinauszukommen. Sie versucht, ein Affidavit aus den USA zu erhalten. Sie versucht, nach Kuba zu kommen, aber es gelingt ihr nicht. Und ein Grund mag gewesen sein, sie hatte schon einen Bräutigam und dieser Bräutigam wollte auch mit ausreisen und das hat also alles irgendwie nicht zusammengepasst. Er hat auch kein Affidavit bekommen und so sind die Wochen ins Land gezogen und irgendwann war es dann zu spät zu flüchten. Charlotte Engelberg wird dann in eine Sammelwohnung in den 2. Bezirk in die Nestregasse mit ihrem Vater verbracht und am 17. August 1942 mit dem Transport 36 Zug DA 223 von Wien nach Malitrostenitz deportiert und ermordet. Es ist zwar ein Buch über die 6 Schwestern, aber die 6 Schwestern hatten noch einen Bruder, nämlich den Heinz, auch Honig Engelberg, der ist am 23.08.1907 geboren und ich möchte auch ganz kurz etwas zu ihm sagen. Heinz Engelberg war genauso ein Sandwich, hat 3 ältere und 3 jüngere Schwestern gehabt, er war also ganz genau in der Mitte und es wäre interessant gewesen, von ihm zu erfahren, wie es ihm da so gegangen ist mit den 6 Schwestern. Leider können wir das nicht. Heinz Engelberg hat der nächste Akademiker, er hat ein Jus-Studium absolviert und mit Doktorat abgeschlossen und war dann an der Universität Wien angestellt und er hat dann in der Rechtsanwaltskanzlei von Dr. Simon Horowitz als Rechtsanwaltsanwärter gearbeitet. Es gelingt ihm zunächst die Flucht nach Frankreich und seine Schwestern Recha und Adele, die in den USA sind, versuchen verzweifelt für ihn ein Affidavit für die USA zu bekommen. Auch er versucht, so wie seine Schwester Charlotte, nach Kuba. Es ist alles erfolglos und letztendlich wird er sozusagen von den Nationalsozialisten in Frankreich eingeholt. Und er wird am 28.08.1942 vom Sammellager Drancy nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. 11 Tage, nachdem seine Schwester von Wien aus nach Malitrostenitz deportiert worden ist. Auch noch ganz kurz etwas zu den Eltern dieser Geschwister. Die Mutter Chaye Sara Engelberg ist bereits 1936 gestorben und ist durch diesen Tod, muss man das so sagen, hat sie sich sehr viel Leid sozusagen erspart. Leopold, also Maja Leib Engelberg, hat mit seiner Tochter Charlotte wurde in die Sammelwohnung in die Nestregasse gebracht. Und er ist am 28. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert worden und hat den Holocaust nicht überlebt. Das waren so 10 Tage, bevor sein Sohn Heinz aus Frankreich nach Auschwitz deportiert worden ist. Die Geschichte der Familie Engelberg können Sie also in dem Buch 6 Schwestern auf der Flucht vor den Nationalsozialisten nachlesen, wobei es gar nicht so sehr ums Lesen des
Textes oder der Geschichte geht, sondern die große Stärke dieses Buches und das Beeindruckende ist, dass es eine Unzahl von Briefen gibt, die die Schwestern aufbewahrt haben. Und diese Briefe, die sind, also die zeigen erstens einmal einen ganz großen Zusammenhalt innerhalb der Familie, und es zeigt auch so anschaulich dieses verzweifelte Versuchen rauszukommen aus Österreich, den Geschwistern zu helfen, auch wenn die eine Schwester in Palästina und die andere in den USA ist, und sozusagen so eine geballte Ladung an Dokumenten, das findet man also in Büchern normalerweise nicht. Und das ist ja wirklich ein ganz großer Glücksfall, dass diese, vor allem in Briefe, aber auch andere Dokumente hier in diesem Buch versammelt sind. Und ich möchte Ihnen aus dem Vorwort die Intention von Peter Weinberger und seiner Tochter vorlesen, weil ich glaube, dass das ganz einfach, ich muss es nicht nacherzählen, sondern authentisch, was Sie sagen, wofür dieses Buch steht. Sie schreiben, das vorliegende Buch kann und will keine historische Analyse möglicher Emigrationswege Wiener Jüdinnen und Juden nach der Besetzung Österreichs durch die Nationalsozialisten im März 1938 geben. Es will am Beispiel einer Familie, am Beispiel von 6 Schwestern und deren nächsten Verwandten, die Angst, die Verzweiflung, die enttäuschten und erfüllten Hoffnungen, die Hindernisse und das Elend aufzeigen, die eine geglückte, aber auch missglückte Emigration mit sich brachte. Es will eine Wirklichkeit aufzeigen, die am besten durch Bilder, Originale aus dem Familienarchiv vermittelt werden kann. Es sind also, wie gesagt, sehr viele Faksimiles dieser Briefe, die dann auch natürlich sozusagen, also man kann sie auch gut lesen. Und das ist also in einer gewissen Weise auch eine Form eines Bilderbuches, dass also das Schicksal dieser 6 Schwestern ihres Bruders und ihres Vaters hier dokumentieren. Also ein Beispiel, die Manja Engelberg, ihre Zeit, die 4 Jahre, die sie in Mauritius verbringen musste, die haben sie sehr stark natürlich traumatisiert. Es sind hier Zeichnungen von Manja im Buch abgedruckt, wie das Leben im Lager gewesen ist. Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Genaue Beschreibungen über den Lageralltag und so weiter. Ich möchte zum Abschluss zwei Briefe vorlesen, die mich am meisten berührt haben. Sie sind gar nicht von den Schwestern geschrieben, sondern der eine Brief ist von Heinz an seine Schwestern, kurz bevor er deportiert worden ist. Er schreibt, also wir wissen, er ist in Frankreich, und er schreibt an seine Schwester Recha, und er ist schon im Sammellager Drancy. Liebe Heli, mir geht es hier am Land sehr gut. Ich wohne in einem ganz neuen, schönen Schlafsaal mit 6 großen Fenstern, und wenn ich hinausblicke, sehe ich nach allen Seiten unermessliche Weinfelder. Wir haben sogar in einer Ecke des Zimmers ein Schwalbennest mit 3 Schwalben, die ungeniert aus- und einfliegen. Das Essen ist ganz gut, was für die heutige Zeit sehr viel bedeutet. Ich habe gute Freunde, welche mir viele Bücher schicken, sodass ich die Freizeit gut verbringen kann. Ich habe längere Zeit im Garten gearbeitet und jetzt arbeite ich im Weinkeller, was im Sommer nicht unangenehm ist. Allerdings habe ich nicht viel davon, denn mir schmeckt der Wein fast nicht. Wenn du dieses Schreiben in Händen hast, sind wir wahrscheinlich mitten in der Weinlese begriffen. Ich esse schon jetzt jeden Tag Trauben, die wachsen vor der Haustüre. Ansonsten lebe ich sehr ruhig und lese nur sonntags Zeitung, sodass ich mir viel Ärger erspare. Du kannst dir vorstellen, wie braun gebrannt ich bin. Ich bin sehr froh, dass ich Gelegenheit habe, hier ein wenig von der Landschaft kennenzulernen. Er schreibt diesen Brief am 19. August 1942, und am 28. August 1942
wird er nach Auschwitz deportiert und ermordet. Und der zweite Brief, den ich vorlesen möchte, ist jener des Vaters an die älteste Tochter, an Heli, wo er aber auch seine anderen Töchter anspricht. Und das ist wirklich ein ganz erschütterndes Dokument, denn Leopold Engelberg weiß, dass er sterben wird. Und es ist sozusagen sein Vermächtnis an seine Töchter und auch ein Appell, wie sie ihr Leben gestalten mögen. Er ist also in einer Sammlerwohnung in Wien. Liebe Heli, ich schreibe diesen Brief Anfangs August 1942. Ich bin täglich der Evakuierung gegenwärtig. Da das Kriegsende nicht vorauszusehen ist, bedeutet die Evakuierung den Abschied vom Leben unter verschiedenen Begleitumständen. Nur diese Voraussetzungen haben mich veranlasst, dir Folgendes zu berichten. Wir haben bis auf den täglichen Ängsten es relativ gut gehabt, sowohl materiell als auch hinsichtlich der Verpflegung. Seit April 1942 waren wir befürsorgt von der Kultusgemeinde. Nur die liebe Lotte hat bei einem jüdischen Rechtsanwalt ein Monatshonorar bekommen. Auch unsere Behausung war leidlich. Wir haben allein in einem Zimmer gewohnt. Leider war unser Bemühen wertlos, weil bei einer Evakuierung nur das nackte Leben gelassen wird. Besonders tat mir leid um die mühevolle Sammlung der Kindergartenarbeiten der lieben Manja. Dankbar verpflichtet bin ich den Freunden der lieben Adi, der lieben Hilde mit ihrem Garten. Ich hoffe, dass die liebe Lotte die Strapazen aushalten wird und doch die Gelegenheit haben wird, das Kriegsende zu erleben. In diesem Fall bitte ich dich, alles Mögliche anzuwenden, dass sie zu dir kommt. Sie hat mich aufopfern gepflegt, sie ist der wertvollste und edelste Mensch, was gegenwärtig existiert, und es ist mein Wunsch, dass sie alles tut, um mir ein angenehmes Dasein zu verschaffen. Ich hoffe, dass bei Erhalt dieses Briefes der liebe Heinz bereits dort ist. Er ist mein Trost, dass ich einen so vollkommenen, edlen Menschen zum Sohn habe. Er wird euch eine Stütze sein. Ich entbiete meine Grüße an die liebe Manja, Mina, Adi und Dina. Möget ihr das Leben von der guten Seite kennenlernen. Es ist vielleicht Eigennutz, wenn ich meinen Wunsch ausdrücke, bei euch fortzuleben und dass ihr auch bestreben sollt, zu heiraten und Kinder zu haben. Ich setze voraus, dass bei Erhalt dieses Schreibens das Licht des Friedens und Freiheit und Glücks aufgehen wird und ist, dass mein Wunsch, dass ihr heiratet, gleichgültig wen, nur soll er anständig sein. Es schrumpft mir das Herz zusammen bei dem Gedanken, dass es mir nicht gegönnt sein soll, euch zu sehen und insbesondere dich, da du der Stolz unserer Familie bist. Dir zu danken für alles Gute, was du an uns geholfen hast, bin ich außerstande. Gott soll es dir vergelten und mein väterlicher Segen begleitet dich dein ganzes Leben. Überarbeite dich nicht und schaue zu, dass du dich gesund erhältst. Versichert euch für die alten Tage mit der besten Versicherung. Weint nicht um mich, es sind jüngere Menschen vor mir weggekommen. Bewahrt nur ein gutes Andenken, nur das Gefühl, tolle Kinder zu hinterlassen, erlaubt uns den Abschied. 1000 Küsse, Papa. Ein paar Tage später ist Leopold Engelberg dann nach Theresienstadt deportiert worden und er hat nicht überlebt. Diese beiden Briefe sind die erschütterndsten Dokumente in diesem Buch. Die anderen Briefe, wie gesagt, zeugen vom Bestreben der jungen Frauen zu leben, in Freiheit. Zurückgekommen ist letztlich nur Dina Engelberg. Der Wunsch des Vaters, dass sie alle heiraten sollen, das wurde ihm nicht erfüllt. Dina hat eben Viktor Bunzl geheiratet, zwei Kinder bekommen und drei Enkelkinder. Denn auch John Bunzl hat einen Sohn, Matti Bunzl, der ja gegenwärtig der Direktor des Wien Museums ist. Es war für mich ein ganz
großer Gewinn, dieses Buch zu lesen. Und Peter, ich danke dir sehr herzlich, dir und deiner Tochter, dass ihr aus eurem Familienarchiv für uns alle diese Dokumente zur Verfügung gestellt habt. Du wirst mich gleich fragen. Ich möchte okay. Gleich fragen. Ja, und zwar, also es ist ja wirklich, dass so viele Dokumente erhalten geblieben sind. Wie bist du zu all diesen Dokumenten gekommen? Es war ja, deine Schwiegermutter war hier. Die war hier, ja. Aber diese Dokumente wurden sozusagen je nach dem Versterben einer der Schwestern an die nächste weitergereicht. Also haben wir alle Dokumente von allen dann vorgefunden, ja, bis auf die von Dina, die waren zum Teil in Wien, zum Teil hat sie der Johnny Kittys Bruder gehabt, aber es war einfach faszinierend. Diese sechs Frauen haben nichts weggehaut, aber wirklich nichts. Ja. Und insofern ist es ein faszinierendes Spiel gewesen. Ja. Wie beschreibe ich eine Emigration mit Angst und allen? Also eine der Schwestern, die Adele, hat zum Beispiel alle Kofferanhänger von ihrer Überfahrt von England aufgehoben und die Tickets aufgehoben. Ja. Die Reiseversicherung von Wien nach England. Ja. Alles, was jemals in deren Leben an schriftlichen Dokumenten vorhanden war, ist erhalten geblieben. Und es ist eben sozusagen von einer Schwester zur anderen gereicht worden. Und wie dann die letzte in New York verstorben ist, haben wir, Kitty, meine Tochter Ruth und ich, gemeinsam die Wohnung dort ausgeräumt und alles zunächst in eine riesige Kiste hineingegeben. Die Wohnung war einfach unmöglich. Es waren Zeitungsausschnitte bis zum Plafond und einige faszinierend, ja, von Victory End Day in der New York Times, also etwas, was man um tausende Dollar verkaufen hätte können, war alles da. Ja. So, wir haben also diese Dokumente genommen und wir haben sie dann langsam wieder alle zusammengeführt. Es hat Ausweise gegeben, es hat alle Dokumentationssachen bezüglich der Universität gegeben, Promotionsurkunden und Kolloquienzeugnisse und Prüfungszeugnisse, alles. Ja. So, und jetzt haben wir sozusagen versucht, daraus Geschichten zu machen. Ja. Und wir haben uns vorgenommen von vornherein, wir halten den Text so kurz wie möglich. Beschreiben sollen die Geschichte, die Dokumente. Und wenn man dann zum ersten Mal sozusagen einen blauen Wisch der eidgenössischen Fremdenpolizei sieht, im Original, wo draufsteht Ablehnung wegen Überfremdung, dann sagt das einfach mehr, als wenn ich eine Seite über diesen Fall schreibe. Ja? Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Ablehnungen überall. Ja? An den Universitäten in Wien und was immer es war. Und in diesem Buch eben ist es darum gegangen, lasst Bilder sprechen. Und es sind so viele Bilder, die einen schockieren sollten. Ja. Von denen die Claudia gesprochen hat, von der ältesten Schwester, das muss man sich einmal vorstellen, ja, ist eine unheimlich starke Frau gewesen. Sie fand nicht sehr groß, ein bisschen kleiner wie die Kitty, angegeben wird, 1,50 Meter in ihren Beschreibungen. Diese Frau ist nach Wien gekommen, da war sie 14, da hat sie das Gymnasium noch nicht abschließen können. Sie wollte es aber. Sie hat eine externe Matura abgelegt, und das war 1918, da gibt es ein Prüfungszeugnis, handgeschrieben, ich habe vorher sowas noch nie gesehen, ja, von einer Kommission. K&K-Kommission. Und sie wollte studieren, unbedingt. Und sie wollte Chemie studieren, bitte. Eine Frau 1918,
die Chemie studieren, weil es war ein Kuriosum. Ja? Sie hat sich durchgesetzt. Sie hat sich ein Armutszeugnis der Stadt Wien besorgt, damit sie nur die Hälfte des Kolloquiengebühren zahlen muss und so weiter. Durchgesetzt. Die anderen haben sich auch durchgesetzt. Nicht alles ist nicht immer so gegangen, aber im Grunde genommen sind es etliche sehr, sehr starke Frauen und sie sind dadurch geworden, dass man ihnen Mauern vor das Gesicht gestellt hat. Also dass dieses Buch, ja, hier sprechen Bilder, ist auch relativ leicht zu lesen, ist nicht schwierig zu lesen, es ist wunderbar und es ist ein Geschichte-Bilderbuch geworden. Das wollten wir. Man sollte einmal diese Dinge sehen. Man sollte einmal sehen, wie schaut ein Evie David aus und wie schauen diese vielen Fragen aus. Da wurden ja seitenweise Formulare ausgefüllt, bevor der Wisch dann endlich gegangen ist. Es wurden Gerichtszeugen über den Sponsor befragt. Ja, das ist alles erhalten, das muss man sich mal vorstellen. Nicht alles in dem Buch drin, es würde ja sonst explodieren. Aber trotzdem, es ist wirklich alles da. Beim anderen Buch war es natürlich anders. Das andere Buch, ich gebe es gern zu, ist nicht so leicht zum Lesen. Es ist eher sozusagen ein Faktenbuch geworden. In dem Fall basiert das Buch wahrscheinlich auf 20.000 bis 25.000 Dokumente, die wir aus dem Staatsarchiv, aus den National Archives, vom Leo Beck Institut, vom Dokumentationsarchiv erhalten haben. Und es war einfach sozusagen unglaublich viel Arbeit, diese Unzahl von Dokumenten in einen Ablauf von Dingen zu setzen, um zu zeigen, wie ist die Arisierung wirklich vor sich gegangen. Natürlich konnten wir immer nur Ausschnitte nehmen und meistens sind das nur Ausschnitte aus einem kurzen Brief, aber es soll charakteristisch sein, wie der Gang der Dinge gegangen ist. Und, was ja ganz wesentlich ist, die Arisierung war nicht 38 abgeschlossen. Bis Herbst 38 war der größte Teil der Familie Bunzl im Ausland. Aber da es da, wie gesagt worden ist, ein internationaler Konzern war, wollten die Nazis natürlich nicht die internationalen Verbindungen verlieren. Und daher sind die Arisierungen weitergegangen und es gibt Verhandlungen über die diversen Objekte und so weiter der Arisierung bis ins Jahr 1942. Ja? Und zu all dem hat es eine unendliche Flut von Dokumenten gegeben, von allen möglichen. Das war der eine Aspekt. So, und dann haben wir den Aspekt der Restitution. Und da muss ich sagen, war das National Archive, die National Archives unheimlich toll. Erstens ist fast alles per Internet abrufbar. Es werden überall sofort die richtige Zitierung dazu geschrieben. Also das war fast ein Vergnügen im Vergleich zu dem Staatsarchiv, weil das war die Hölle, im Grunde genommen. Ja. Bitte, man muss dazu sagen, wir haben von Oliver Radkolb uns eine wissenschaftliche Mitarbeiterin dazu nehmen müssen, die sie als den Suchhund der Zeitgeschichte immer für das Staatsarchiv verwenden, weil sie die einzige ist, die sich dort auskennt, damit wir die richtigen Zitate zu den Dokumenten finden. Ja. Und Zitate von der Länge sagen überhaupt nichts aus. Ja. Es ist vollkommen sinnlos. Na, jedenfalls ist es alles sauber zitiert, es ist alles in Ordnung, aber es war unendlich mühsam. Die Restitution ist natürlich genauso interessant. Und vor allem, da ist weniger bekannt vielleicht als über die Arisierung in der Restitution, wie lange sich das dahingezogen hat. Ja? Und wie viel unendlich Zeit sich die Zweite Republik dazu genommen hat. Und da ist es nicht nur gegangen um sozusagen Industrien, sondern auch um den
um die Einzelpersonen. Ja. Da drinnen, ich nehme kurz dieses Buch, weil das wollte ich nämlich noch vorlesen. Ich glaube, es ist da drinnen. Ja. Ein Beispiel, wie lange es gedauert hat. Also eine dieser Schwestern stellt an den 1956 errichteten Fonds zur Hilfeleistung an politisch Verfolgte, die ihren Wohnsitz und ständigen Aufenthalt im Ausland haben, einen Antrag um Entschädigung. 1956. Ihr könnt es alle einmal raten, wie lange es gedauert hat, bis sie was bekommen hat. Bis zum tatsächlichen Ende des Fonds 11 Jahre. Nach 11 Jahren wurde das positiv begutachtet und es wurde ihr ein Scheck über $190 geschickt. Ja. Dazwischen hat es unzählige Schreiben hin und her gegeben, zum Teil in einem Ton der österreichischen Bürokraten, die an dem Magen ausheben. Ja. In einem Brief steht drinnen wörtlich, von uns haben sie nichts zu erwarten, Punkt. Ja. Und all das. Also die Restitution war langwierig, was Firmen und Industrieobjekte betroffen war. Aber für Einzelpersonen war es fast unmöglich. Und das sollte dieses kleine Beispiel noch von den Hilfsfonds zeigen, das zum Abschluss des Buchs da drinnen steht. Die Zweite Republik war ziemlich schäbig, was das betrifft. Und darüber ist sehr viel geschrieben worden, wir brauchen nicht noch sehr viel mehr, aber was fehlt, sind noch die Einzelfälle. Und hier steht, wie das mit der Restitution war. Ja? Das ist nicht auf österreichische Initiative entstanden. Das ist auf Initiative der amerikanischen Besatzungstruppen entstanden. Ja? Da hat es Ökonometriker gegeben in der amerikanischen Armee, die genau beschrieben haben, was der Wert und den Ablauf aller Bunzel- und Biach-Firmen bringt und wann die entsprechenden sozusagen Entwidmungen waren. Und es ist nicht österreichisch gewesen. Und das finde ich also ganz besonders interessant, ja, weil das sind Originaldokumente, die es erst seit etlichen Jahren in den National Archives gibt. Ja. Insofern ist dieses Buch natürlich was ganz Spezielles, weil es nicht nur Arisierung ist, sondern auch ein Tagebuch der Arisierung. Ein letztes möchte ich noch sagen, jetzt nehme ich einmal das Buch zur Hand. Die Familie Bunzel hat sozusagen ganz spezielle Beziehungen gehabt zu diesen zu dem Ort Neusiedl Bernitz, nicht nur sozusagen über all die Bauten, die der Josef Frank für sie errichtet hat, die ja unglaublich revolutionär waren. Ja. Das waren Wohnungen für Arbeiter und für Angestellte. Die Stromlieferung wurde aus der Firma zur Verfügung gestellt, kostenlos. Mit in dem Vertrag ist drinnen gestanden, dass sie von der Firma aus einmal im Jahr ausgemalt werden und so weiter und so fort. Es hat ein wunderbares Kinderheim gegeben, ein Prachtexemplar von einem Josef Frank Bau, der wirklich ganz großartig ist und so weiter. Aber es hat auch auf spätere Bunzelmitglieder gewirkt und ich suche jetzt einen Brief und zwar eben nicht aus der unmittelbaren Familie. Ich habe ihn gleich. Ja, ist schon da. Und zwar den ältesten Sohn von Hugo Bunzel. Er schreibt anlässlich einer Eröffnung einer Papierfabrik in Ortmann, Jahre 1970-71. Ja. Und das soll ich nur zeigen, sozusagen diese unheimliche Beziehung dieser Familie zu dem Ort.
Als ältester Sohn von Hugo Bunzl, der mit Recht noch heute als der Vater des Werkes Ortmann angesehen wird, wie auch als Chairman der Pulp und Pulp Paper Limited, die seit 1970 die Mutterfirma des österreichischen Bunzl-Konzerns ist, gibt es mir Freude und Befriedigung, ein paar einleitende Zeilen zu dieser Festschrift zu schreiben. Seine Festschrift erschienen Oktober 1971. Und dann schreibt er: Trotzdem ich seit 32 Jahren in London lebe, habe ich von meiner Jugend her die engste Verbindung mit Ortmann. Ich bin dort geboren und in Bernitz in die Schule gegangen. Ich habe mit 16 Jahren als Praktikant an der damals nagelneuen Papiermaschine 5 gearbeitet und an der Stelle, wo heute die neue Papiermaschine 9 entstanden ist, als junger Bursch Fußball gespielt. Und das soll nur zeigen, sozusagen, es war nicht nur sozusagen die Familie von Kittys Vater, sondern es war die ganze Bunzl-Familie, die also sehr bezogen waren auf das Ganze. Und ich kann mir schon vorstellen, ja, wenn man als Kind wo aufwächst, dann hat man eine Beziehung zu einem bestimmten Ort. Auch, wie er sagt, 32 Jahre später. So, jetzt stelle ich es wieder zurück. Ja, der Herr Autor hat mir eigentlich meine Frage schon sozusagen aus der Hand genommen, weil ich eben auf diese Restitutionsgeschichte dann zurückkommen wollte. Aber ich denke mir, vielleicht gibt es Fragen aus dem Publikum, dass wir Interesse, bitte, ich sehe eine Dame hier. Ja, wir haben gefragt, dieser Aspekt, den Sie erwähnt haben, dass die Dokumente sehr stark für sich selbst sprechen. Ja. Sie haben erwähnt, dieses schweizerische Dokument über die Befremdung. Ja. Ich finde das einen sehr guten Aspekt, dass es ja vielleicht sogar emotional fast stärker ist, als wenn man da jetzt so ein Pseudo, ein Sentiment kreiert oder was auch immer. Ich wollte Sie fragen, was hat Sie diesbezüglich am meisten schockiert, wenn Sie Revue passieren lassen, via diese Dokumente, was finden Sie besonders schlimm, wenn ich jetzt mal ein bisschen pointiert? Sie meinen besonders abschreckend als, ja, genau, als abschreckend Dokument? Ja, ambivalent natürlich, ja. Kompliziert. Es ist schwer zu beschreiben. Ich meine, tief beeindruckt, so wie die Claudia, bin ich von diesem Brief des Vaters, seinen Abschiedsbrief. Das ist einfach ein Dokument menschlicher Kultur, sondergleichen. Das ist sehr beeindruckend. Der Brief ist auch als Faksimile drin. Es war unendlich mühsam, ihn zu lesen, aber gut. Er ist aber auch transkribiert und man kann ihn ganz normal lesen. Aber dann hat es schon wieder diese Aspekte gegeben, ja, wo man sich denkt, ja, ist in diesem Land nichts nachher passiert? Von Diener ist zum Beispiel bekannt, dass der kommissarische Nazi-Rektor ihr geschrieben hat, dass ihre Anwesenheit an der Universität unerwünscht sei. Ja. Das war also späten Frühjahr 38. Das war der Herr Fritz Knoll. Der Herr Fritz Knoll wurde außer Dienst gestellt 1945, 1947, glaube ich, als weniger, wie war der Ausdruck? Belastend. Weniger belastend, wie der Hofmeck gemacht. Er wurde in Pension geschickt. Ein bisschen später war er bereits wieder in der Akademie der Wissenschaften, noch ein bisschen später war er Generalsekretär der Akademie der Wissenschaften. Und das hat mich schon schockiert. Ja. Dann hat es also etliche andere Sachen gegeben. Ja. Es gibt ein Ding, das
das ich zufällig herausgefunden habe, muss ich schon sagen, ich meine, es gibt unendlich viel Literatur über den Walter Raffelsberger. Ja, das war der SS-General zuständig für all diese Schweinereien. Der Walter Raffelsberger wurde dann erwischt 1946 als Kopf einer Nazi-Bande für Schwarzhandel. Ja, habe ich nicht gewusst. Ja. Er ist nie verurteilt worden, nichts. Er hat sich nach Südtirol abgesetzt und hat nie irgendwas zu tun. War einer dieser wirklichen Kriegsverbrecher. Und dann, man kommt immer wieder auf Dinge drauf, wo man sich denkt, na sowas, ja, da haben sie uns gefüttert mit diesen blöden Wagerl in der Schule, mit all diesen heiligen Geschichten und sonstigen Provinz. Der Herr Wagerl hat mit dem Herrn Raffelsberger ein Geschäft gehabt, 1945. Sie haben beide Holzkunstgegenstände vertrieben. Ja. So, und das ist Krippel. Sozusagen... Krippel verkauft, ja. Also das ist zur Geschichte der Zweiten Republik auch noch dazu zu sagen. Ja, na gut. Vielleicht könntest du sagen, die Rolle der Aviseure und der Restitution, die eben zum Teil identisch waren. Ja, das ist natürlich auch noch das Zweite, ja. Kastner. Nein, der Walter Kastner, ja, also... Der Walter Kastner, glaube ich, ist ein ganz spezielles Kapitel in der österreichischen Geschichte. Stimmt's? Ja. Er war verantwortlich in der Kontrollbank für die Arisierung aller jüdischen Industrieobjekte. Nach der Abwicklung der Kontrollbank ist er in den Aufsichtsrat als Vorsitzender von Semperit gegangen. Nach 1945 wurde er kurz zu Zwangsarbeit, Aufräumearbeiten verurteilt. Das war aber nur ein, zwei Wochen. Dann wurde er von der ÖVP gerettet, ja, und ist sofort wieder hinaufgeschwommen und war... ist auch so eine Spezialität in Österreich, ab 1946, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zuständig für die Restitution des jüdischen Eigentums. Ja. Also zuerst arisiert und dann hat er restituiert. Ja. Also, er war ja Fachmann. Er war Fachmann, ja. Ein sogenannter Experte. Ja. Und der Herr... Der gute Herr war nämlich auch Mitglied der Akademie und Ehrendoktor der Wirtschaftsuni, Ehrendoktor der Uni Wien, Ehrensenator und so weiter. Ja, eine von diesen großen, glanzvollen Lichtern der Zweiten Republik. Ja, also da gibt es viele davon. Ich würde vielleicht noch eine Anmerkung machen, ja, weil wir haben beide so betont, dass das Besondere an diesen Büchern ist, dass hier diese Fälle so gut dokumentiert sind. Ja? Und ich glaube, man ist sich eigentlich kaum der Tatsache bewusst, ja, wie lückenhaft die archivalische Dokumentation weiter Teile der österreichischen Geschichte, vor allem im 20. Jahrhundert ist. Ja? Also das, was im 18. und frühen 19. Jahrhundert an Verwaltung passiert ist, das ist fast weitgehend lückenlos in den Archiven vorhanden. Ja, das kann man für das 20. Jahrhundert überhaupt nicht mehr sagen, vor allem schon gar nicht mehr für die zweite Hälfte. Ja, unser Archivsystem in Österreich ist eigentlich gekennzeichnet durch die Tatsache, dass die Behörde selbst sich aussuchen kann, was sie mehr oder minder ans Archiv abgibt. Ja, das ist jetzt leicht übertrieben, aber so bis zu einem gewissen Grad haben sie einen großen Einfluss darauf. Und dadurch gibt es wahnsinnig große Lücken. Ja, man also ein bestes Beispiel, die Arisierungsakten, als die Historikerkommission begonnen hat, also eingesetzt wurde,
Dann hat man gesagt, naja, wo ist denn das alles? Ja, bis man drauf gekommen ist, das liegt alles in einem Keller des Finanzministeriums. Ja. Da waren 60.000 Akten, die konnte man bis zum Ende der Historikerkommission nicht einmal ins Staatsarchiv überführen und sozusagen registrieren. Ja. Also hier gibt es ein ganz großes Manko. Ja. Die Kriminalpolizei, das ist etwas aus meiner Erfahrung, wo mir das Herz bis heute blutet. 2004 wurden wir in den Keller der Kriminalpolizei geführt und da gab es alle Akten von allen Leuten, die jemals erkennungsdienstlich behandelt wurden, also die man fotografiert und Fingerabdrücke abgenommen hat. Ja, da war Bruno Kreisky auch dabei zum Beispiel. Ja. Wir haben damals Roma-Opfer gesucht, weil die ja auch in der Zwischenkriegszeit daktyloskopiert wurden und also fotografiert und Fingerabdrücke genommen. Und es war, sind da hinunter, wir haben einen Akt herausgezogen, der hätte genau für uns gepasst. Und wir haben gesagt, kann man hier fotografieren? Er hat gesagt, das können Sie mitnehmen. Ja, aha. Ja. Das waren alle Akten von 1895 bis 2004. Ja? Also ich weiß nicht, wer von Ihnen Historiker ist, aber das ist eine ungeahnte serielle Quelle. Ja? Also da haben Sie alles drinnen von alles, was jemals strafbar war. Ja? Wir haben es nicht mitgenommen natürlich, weil als Historiker überlegt man, wie kann man, was kann man tun. Es waren, ich sage es Ihnen nur, 1,6 Millionen Akten. Ja? Wir haben nichts getan und das ist, by the way, Bunzl und Birch war das Ende dieser Akten. Ja, ja. Das ist in die Altpapierverwertung gegangen. Ja. Aus, weg, für immer verloren. Ja. Ja. Und das ist also sozusagen sehr viel von unserem geschichtlichen Erbe ist da, geht diesen Weg. Insofern ist das DÖF, jetzt wenn ich ja noch eine Lanze in eigener Sache breche, eine außergewöhnliche Institution, weil die Gründer schon 63 begriffen haben, ja, dass man kaum irgendwie zu Akten kommt. Damals war es ja noch viel schwerer, den Aktenzugang zu bekommen und begonnen haben, relativ systematisch zu sammeln. Ja. Und das DÖF ist, muss man eigentlich sagen, europaweit heute eine recht einmalige Institution, weil für diesen zentralen Bereich des 20. Jahrhunderts mehr oder minder an einem Ort sehr viel Dokumentation vorhanden ist, die schon sehr oft im Original nicht mehr existiert. Ja, also wir haben Kopien von vielen Aktenbeständen, die es im Original überhaupt nicht mehr gibt. In Zeiten wie diesen eine gute Frage, ob die Kopie oder das Original, wie Sie wissen, das ist für einen Historiker immer wichtig, aber wir haben das. Und wenn nicht, dann wissen so Experten wie die Claudia Kurizidi-Seider, wenn wir es nicht haben, wo man noch was finden könnte. Ja, also insofern, drum ist das eine ganz große, tolle Sache, dass die Familie hier auch noch vielen anderen Spuren nachgegangen ist. Ja? Weil, Sie wissen, man findet auch als Historiker dann eigentlich was, wenn man weiß, Sie kennen vielleicht diesen alten Archivarswitz, warum verwenden Archivare nur dreilagiges Klopapier? Beamte nur dreilagiges Klopapier, weil sie von jedem Furz zwei Durchschläge brauchen. Ja? Ja, ja. Und die findet man aber, wenn man weiß, wie der Aktenlauf war, ja, dann findet man plötzlich an ganz unvermuteten Stellen was, die nämlich eine Kopie bekommen, also einen Durchschlag bekommen haben. Und diese Arbeit haben Sie geleistet, die ganze Familie, und das kann man eigentlich, ist ja fast unbezahlbar in so einem Projekt. Ja, also wenn es nicht jemand aus einem Dienst, Liebesdienst an der Familie und Familiengeschichte tut, lässt sich das eigentlich kaum bezahlen, was hier vorliegt. Gut. Ja. Peter. Ja. Ich habe eine familiäre Bemerkung dazu, familiär nicht im Eindring. Josef Frank hatte einen sehr berühmten Bruder. Ja. Ja, das erzählst du. Ich bin für den Josef zuständig, du für seinen Bruder. Das war der Philipp Frank, der war ein Physiker, der konnte, soweit ich das
das jetzt ad hoc in Erinnerung habe, rechtzeitig aus Wien weggekommen, weil er eine Professur in Istanbul bekommen hat. Mhm. Bin mir jetzt im Moment nicht ganz sicher. Aber an den Gerhard, an dich habe ich eine Frage. Ich finde es ganz spannend, was du nämlich jetzt mit diesen Akten, zu den Akten erzählt hast. Ich habe einen Verdacht, dass es gerade, was dieses 20. Jahrhundert betrifft, dass es in Österreich ein fatales Geschichtsverständnis gibt. Wir sind zwar ein Land, ein Staat, eine Gesellschaft, eine Kultur, die sich auf ihre Geschichte großen Wert legt. Meine Vermutung ist, dass das aber ein anderes Muster von Geschichtsbewusstsein ist, als moderne Historiker verstehen. Du sprichst, das ist eine Vermutung, die ich habe. Nee. Das heißt, man kann, wenn man sich nicht auf Dokumente, auf Evidenz, das ist das Thema der Evidenz, wenn man sich nicht darauf beruft und es damit begründen kann, dann kann man ganz viel leichter historische Mythen entwickeln. Ja, wissen wir. Richtig. Ja. Ich werde gerne gleich darauf eingehen. Wir sammeln noch, weil wie schauen wir denn mit der Zeit aus? Ich habe noch eine Frage zu den Ariseuren. Weil es wird immer über die Ariseurungsopfer gesprochen und zu Recht, meiner Meinung nach. Aber über die Ariseure als solche und über die finanziellen Volumina und was dann passiert ist, also die bezahlt haben, weil die haben ja Häuser, also dann wurden ja arisiert vom Dritten Reich und dann haben die Ariseure das gekauft und dann ist ja der Krieg zum Teil finanziert worden, ja, der Nazis. Ja. Aber wie die Ariseure das dann nach dem Krieg zurückgeben mussten, ja, haben die ja sozusagen ihre Investition in das arisierte Gebäude oder was auch immer arisiert wurde, nicht zurückbekommen. Ja? Und gibt es da, oder wer hat denen zurückbezahlt? Ja? Doch. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Also, wer hat einem Ariseur, der einen von den Nazis, also die das Haus arisiert haben, und die haben das dann gekauft und was weiß ich, ganz billige Beträge, und nach dem Krieg, wenn sie es zurückgeben mussten an die ursprünglichen Eigentümer, wer hat denen wurde ja das Geld nicht zurückerstattet? Also bei den wenigen Dingen, wo ich mich wirklich gut auskenne, ist die Immobilienrestitution, Arisierung und Restitution, und ja, die wurden entschädigt. Ja? Von wem? Vom Eigentümer. Also in meiner Familie ist ein Haus arisiert worden. Ja. Nach dem Krieg ist das dann nach dem dritten Rückstellungsgesetz, glaube ich, also nach einem dieser Gesetze, musste das zurückgegeben werden. Ja. Und die Ariseure haben halt ihr Geld verloren, was ich ihnen vergönne. Aber dieser Aspekt kommt mir vor, ist irgendwie, also ich würde da gerne mehr darüber wissen, in der großen Gesamtheit, jetzt nicht in Einzelfällen. Es gibt dazu auch eine Literatur im Rahmen der Historikerkommission. An und für sich, jetzt ganz grob gesprochen, war es so, dass der Ariseur vereinfacht gesagt, nach 1945 galten Rechtsgeschäfte, zum Beispiel bei Immobilien, die zwischen 38 und 45 geschlossen wurden, also zwischen einem Juden und einem Nichtjuden, für null und nichtig, und der ehemalige Eigentümer konnte sein Eigentum zurückverlangen. In vielen Fällen waren die Arisierungen auch nicht grundbücherlich durchgeführt worden, das heißt, die waren noch Eigentümer. Ja? Und der sogenannte Ariseur konnte für seine Investitionen also sozusagen kostengeltend machen, und dann gab es sozusagen eine Restitutionsverhandlung,
Und in diesen, darauf kam es eigentlich an, auf diese Verhandlung. Da gibt es große Abweichungen innerhalb Österreichs und auch zeitlich. Aber im Wesentlichen ging es darum, ob diese Kosten anerkannt wurden. Ja? Also A, ob sie überhaupt gestellt wurden, B, ob sie anerkannt wurden oder bis zu welchem Ausmaß. In einem Großteil der Fälle, wo die Familien nicht zurückgekehrt sind nach Österreich, wurde das dann ja in Geld abgegolten. Das heißt, also man hat dann sozusagen das Haus, der Ariseur musste dann das Haus sozusagen dem ehemaligen Eigentümer abkaufen, hat natürlich zu einem irren Ansteigen des Antisemitismus geführt, weil die öffentliche Hand ja sozusagen die ganzen Kosten der Restitution, von der die öffentliche Hand sehr stark profitiert hat, das haben Sie ja gesagt, weil das wurde ja zur Kriegsfinanzierung eigentlich, also diese Entjudungsabgabe, die man den Ariseuren ja abgeknöpft hat und auch unter den Nationalsozialisten, die mussten das sozusagen noch einmal finanzieren. Und das hat ganz stark zu einem massiven Anstieg des Antisemitismus geführt. Etwas, was die Regierung, das wissen wir, auch ganz bewusst in Kauf genommen hat. Ja? Also das war ihnen klar, das wurde diskutiert, wurde auch in Kauf genommen. Ja? Wie gerecht das war oder nicht, hing von verschiedensten Umständen ab. Zum Beispiel jene Personen, deren Arisierungsverfahren grundbücherlich nicht durchgeführt waren, ja? Weil Ende 1943 war, jetzt muss ich sagen, der Widerstand gegen die Arisierung so groß, nämlich unter den Frontsoldaten, die gesagt haben, wir krepieren da an der Front und die zu Hause sind, kaufen ein billiges Haus nach dem anderen, dass man eigentlich die Immobilienarisierung mehr oder minder eingefroren hat. Ja? Da gab es deswegen 45 ungefähr ein Drittel der jüdischen Besitzer, die noch immer grundbücherliche Eigentümer waren. Die haben draufgezahlt. Ja? Weil 45 sitzen, die meisten sind ja in Wien, ja, also im Osten Österreichs. Das ist sozusagen mehr oder minder sowjetische Einflusszone. Kein Mensch glaubt eigentlich in den ersten Nachkriegsjahren, dass die Sowjets sehr schnell sozusagen sich zurückziehen werden und einen Immobilienmarkt, den gibt es zwar, aber der ist nicht wahnsinnig aufregend. Also man bekommt relativ wenig. Ja. Die, wo die Verbücherung durchgeführt war und man sozusagen alles neu aufrollen musste, und das hat zum Teil sehr lange gedauert, die fallen dann plötzlich in die 50er Jahre hinein, wo schon klar und absehbar war, jetzt ziehen die Besatzungsmächte ab und die kriegen dann für ihre Häuser oft das 3-, 4-, 5-, 6-, 7-fache dessen, was ihre Nachbarn, wo es nicht durchgeführt war, sozusagen nicht, also nicht bekommen haben. Ja. Also das ist eine sehr schwierige, äußerst komplexe Materie, aber an und für sich gab es diese Möglichkeit. Ja. Was der Ariseur nicht bekommen hat, ist genau das, was Sie angesprochen haben, die Entjudungsabgabe. Die Entjudungsabgabe war Entjudungserlös oder gibt, also das war eigentlich die Erfindung dann des NS-Staates, weil ja seit 1939 Krieg war, ja, an diesem Eigentum. Man hat ja dann gesagt, naja, das eigentlich kehrt euch ja das nicht, das ist ja Staatseigentum, das ehemalige Vermögen der Juden und ihr habt das jetzt billig gekauft, ihr müsst da einen Entjudungserlös oder Entjudungsabgabe machen. Und das konnte man abstottern auf über 20 Jahre und das wurde dann sozusagen zur Finanzierung der Kriegsanstrengungen verwendet. Das wurde nicht restituiert, weil, da gab es diese Grundsatzentscheidungen, weil hier die österreichischen Gerichte argumentiert haben, mit ganz wenigen Ausnahmen übrigens, weil es gab ein, zwei Urteile, die dann in die Berufung gingen, dass diese Zahlungen nicht dem ehemaligen Eigentümer zugute kamen. Und solche Zahlungen, von denen man nicht nachweisen konnte, dass der ehemalige Eigentümer davon irgendetwas profitiert hat, die konnte man nicht geltend machen in diesem komplizierten Restitutionsverfahren. Entschuldigung, jetzt habe ich so lang. Peter, du hast absolut recht. Entschuldigung, das wollte ich noch sagen. Wir bewegen uns in der österreichischen
wie soll ich sagen, ja, also Geschichtsbewusstsein Österreich 3, ja, sage ich einmal, ja, feiern wir hier ganz viele Dinge ab. Ja. Man würde ja glauben, sozusagen, wir leben noch immer sozusagen in der Habsburgerzeit, bis zu einem gewissen Grad. Also mein traumatisches Erlebnis war, ich war bei einem Konzert vor vier oder fünf Jahren von André Rieu, den Sie manche von Ihnen kennen, zufälligerweise in Schönbrunn. Ja. Und da fuhr als Teil der Inszenierung, fährt dann eine Kutsche durch, ja, wo ein junges Schauspielerpaar als Franz Josef und Sissi drinnen sitzt. Das habe ich ja noch irgendwie witzig gefunden. Als allerdings sich die Menge erhoben hat, weil der Kaiser durchfährt, ja, da ist mir kalt geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und da denke ich mir, ja, also passt es noch. Ja. Und das Nächste ist dann natürlich, für uns sind die illegalen Nationalsozialisten, das ist ja wie eine, in der also vor 38, nicht? Das wird immer behandelt wie eine Volkstanzgruppe mit weißen Sockerl. Ja. Die haben eine Terrorkampagne durch das Land gezogen. Ja. Hunderte Verletzte, gesprengte Brücken auf der Westbahn, ja. 200 Tote, davon die Hälfte Polizisten oder Wachebeamten, den Bundeskanzler erschossen. Ich meine, stellen Sie sich vor, das macht heute jemand. Ja? Aber das war doch eine Terrortruppe der Sonderklasse. Ja? Das ist niemandem wirklich bewusst. Ja? Das wollen wir so nicht sehen. Etliche andere Themen natürlich auch noch. Aber eigentlich ist unser Geschichtsbewusstsein in sehr vielen Bereichen sozusagen ja, Geschichterldrucken. Ja, das stimmt. Ja. Also ich bin bereit zu wetten, wenn man ins Staatsarchiv geht und fragt nach dem letzten Durchfall von Kaiser Franz Josef, das findet man online. Alles andere nicht. Ich wollte aber noch ganz zum Schluss was erzählen, nachdem da steht Josef Frank. Ich wollte noch was über den Josef Frank sagen. Erstens steht da drüben in dem Zimmer ein Sofa bezogen mit einem Josef Frank Stoff. Die Josef Frank Stoffe sind genauso berühmt wie seine Gebäude. Und wenn man jetzt in die Josef-Hofmann-Ausstellung geht, in die angewandte Kunst, dann kommt man drauf, wie revolutionär der Josef Frank war. Wie großartig dieser Bruch mit dem Größtbürgertum des Josef Hofmann war. Und Frank ist zunächst einmal nach Schweden emigriert und wie heute die Nazis sehr nah gekommen sind und ja auch Schweden eine ganz gewaltige Nazi-Partei gehabt hat, flüchtete er in die USA. Und zwar war er in New York. Und er hat eine lebenslange Freundin gehabt, das war die Trude Wehner. Trude Wehner ist eine hervorragende österreichische Malerin. Unlängst wurde der Margaretenspitz in Wien in Trude-Wehner-Platz umgenannt. Und er hat anfangs bei der Trude-Wehner gewohnt. Kommissionen hat er natürlich keine gehabt. Ein paar Vorträge in New University und das war's. Aber zwei Jahre bevor er dort in New York war, ist ganz in der Nähe von ihnen, sie haben beide gewohnt in Inwood, das ist der nördlichste Teil von Manhattan. Davor sind die Cloisters eröffnet worden. Die Cloisters sind ein Teil des Metropolitan Museums, spezialisiert auf gotische und romanische Kunst. Und dort gibt es eine, wie nennt man das auf Deutsch? Ein was? Ein Couplet, richtig. Mir fällt immer nur der englische Ausdruck ein, Entschuldigung. Ah, dort gibt es ein Couplet, das ist die Geschichte vom Einhorn. Das war unheimlich schön, mit einem Hintergrund voll der fantasievollsten Blumen. Der Josef Frank war fast jeden Tag dort, er hat ja nichts zu tun gehabt. Ja. Das sind seine Stoffe. Ja. Das ist der Hintergrund von den Couplet Geschichte von Einhorn.
Und weil wir das alles ja gewusst haben und weil wir in der Nähe von dort wohnen, haben wir in das Haus ein Bild von der Trude Wehner aufgehängt, in das Josef-Frank-Haus, genau gesehen von den von dem Standpunkt, wo beide gewohnt haben. Das ist Inwood Hill Park im späten Nachmittag. Sie finden es dann in dem Buch, ist dieses Bild. Und das war ganz wesentlich für den Josef Frank, dass er sozusagen die erste Zeit in der Emigration von der Trude eben gestoßen wird, was zu tun, sich nicht sozusagen ins Emigrantenschicksal einzugewöhnen. Ja, das wollte ich noch sagen zum Josef Frank und sollte auch erwähnt sein. Claudia, ein Schlussstatement? Schlussstatement. Alle diese Dokumente und Unterlagen befinden sich in deinem Besitz. Ja. Das ist gut. Ja. Denn und es ist gut, dass zumindest ein Teil davon der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht wird, weil, was vorhin gesagt wurde, mit Staatsarchiv, wie schwierig es ist und so weiter, ich muss sagen, es wird leider immer schlimmer. Ja. Es gibt nämlich die schöne Einrichtung des Datenschutzes. Und vor dem Hintergrund des Datenschutzes stehen wir mittlerweile vor der Situation, dass wir vor 10 Jahren noch Akten bekommen haben zur Einsicht, die wir jetzt nicht mehr bekommen. Und das ist auf der einen Seite für die wissenschaftliche Forschung ein ganz großes Problem. Und das ist also wirklich, weil du angesprochen hast, in den National Archives, man kann das online anschauen. Es ist auch ein Großteil zum Beispiel der polnischen Archive hat sehr viele Dokumente online gestellt. Das ist eine Kultur, die es in Österreich nicht gibt. Ja. Und das kostet natürlich viel Arbeit, bedeutet viel Arbeit und kostet natürlich auch Geld. Und dafür gibt es in Österreich überhaupt kein Verständnis, sondern im Gegenteil. Man verschanzt sich hinter dem Datenschutz und es ist mittlerweile so, dass beispielsweise Angehörige Akten ihrer Vorfahren betreffend nicht mehr zur Einsicht bekommen, weil sie kein wissenschaftliches Interesse vorweisen können. Und das ist ganz einfach unglaublich und unerhört. Und wir versuchen immer wieder, das zu durchbrechen, aber es wird immer schwieriger. Also deswegen finde ich solche Bücher ganz wichtig, weil und dass auch diese Dinge im Privatbesitz gut aufgehoben sind, weil du stellst das zur Verfügung und dann können Menschen das lesen. Ja, na gut, das ist halt so. Wir sind leider so weit, dass das Letzte und Wahnsinnigste, was ich in letzter Zeit gehört habe, war, dass in einer Diskussion im Innenministerium jetzt schon laut überlegt wurde, ob man überhaupt Täternamen wird in Zukunft nennen können, wegen dem Datenschutz. Ja? NS-Täter. Ja? Genau. Ja? Also da hört sich jetzt bald der Spaß auf und wir werden... Hoffentlich. Wir brauchen einfach auch so ein Gesetz, wie es sie eben da den Zugang zur Information eindeutig regelt, wie das ja die USA oder England etc. und viele andere Staaten inzwischen haben. Und ich hoffe, dass wir das auch irgendwann bald bekommen werden. Ansonsten würde ich in eigener Sache noch eine Anmerkung machen. Erwähnung Trude Wehner. Wir besitzen ein Werk von Trude Wehner. Das DÖF hat ja auch eine große Kunstsammlung, Geschenke von verschiedensten Personen, die zurzeit in einer ersten großen Ausstellung im Landesmuseum Niederösterreich ausgestellt ist. Wieder die Macht unter diesem Titel sind 125 Werke den Sommer über sichtbar. Aha. Und wen es interessiert,
wollte ich das noch anbringen. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Darf ich so sagen, herzlichen Dank an die Familie und für alles, was sie seit vielen Jahren leistet. Danke auch an das Kreisgeforum. Ich habe schon vorher erzählt, das Haus ist mir nicht unbekannt. Ich kann mich noch an die weiße Bulldogge erinnern, die der Bruno hier gehabt hat. Und das erinnere ich mich sehr gut sogar. Das war ein hässlicher Hund. Also die Bulldogge geht mir jetzt nicht ab, muss ich sagen. Schlussbemerkung meinerseits, beide Bücher können Sie von Peter Bettelheim, der gleich draußen der Büchertisch sein wird, erwerben. Und wie wir gehört haben, es sind sehr wertvolle Bücher. Greifen Sie zu. Danke. Danke.